Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rogue Trader. Falls ich für euch ein bisschen leise klinge, liegt das daran, dass das Schlafzimmer direkt ans Wohnzimmer angrenzt und Schatzi ihr Vormittagsschläfchen macht. So, ich habe jetzt nochmal gespeichert. Hier gibt es nichts mehr, was wir uns einsammeln könnten. Okay, das heißt, wir müssten jetzt diesen Weg gehen. Und die Minen haben wir ja weggeräumt. Ein Tarantula-Geschütz. Doppellaser. Zwillingslaser. Genau. Change is coming. The edge is nigh. The blinded ones are harmless. No sense in shooting them and drawing attention. Fire on the nearest target! Don't kill the tech priest! We need to take him alive! And let their enemies win. Hold back! Cool. Pascal? Schreibt man das nicht mit C? Wird es im Englischen mit Q geschrieben? Gibt es die Schreibweise mit Q? Ich weiß es nicht. Der in Rot gekleidete Mann hätte eine Explosion wie diese nicht überleben dürfen. Dennoch lebt er. Du hörst das Keuchen des Atemgeräts, das eine Hälfte seines Gesichtes bedeckt. Doch. Not another step. Und? Aus den Falten des teilweise noch glimmenden roten Gewands ertönt ein Triller. Binärisch. Okay. Die heilige Sprache des Adeptus Mechanicus. Die binäre Hymne verwandelt sich in eine Vox-synthetisierte Stimme, die wie Donner über deine eisigen Ebene klingt. Wie ein Donner über eine eisigen Ebene klingt. Also. Die Adeptus Mechanicus Anhänger, also die so weit fortgeschritten sind, dass sie Tech-Priester sind, sprechen nicht einmal mehr menschliche Sprache. Sie sprechen wirklich binär 1001001100000 und so weiter. So unterhalten die sich im Binärcodes. Das wird durch die Vox-Gerät, was da vor ihrem Mund baumelt, übersetzt in reguläre Sprache. Deswegen klingt das so blechern, weil sie sprechen nicht einmal mehr selbst. Okay, als er seine hagere Hand hebt, um dich aufzuhalten, heult dein Vox vor Schmerz auf und deine Maschinenausrüstung beginnt zu knistern. Die gleißende Energieachse des Tech-Priesters, Denglisch, erzeugt eine Wolke rechtschaffener Funken, während sein Visor bedrohlich blau und grün erstrahlt. By the throne! What is that servant of the Omnis Hire made of? Adamantine? Ugh, blasted! Abelard hält sich mit beiden Händen den Kopf, als sein Okularimplantat von einer Interferenzwelle gestört wird. Ja, ich will euch nichts Böses. Überlasst. Wir hauen mal direkt raus. Genau. Der Visor des Tech-Priesters fokussiert deine Kleidung und untersucht die Symbole darauf. Siehst du? Warum habe ich mich umgedreht? Moment, das ist Adelaide, der sich umgedreht hat. The convoy received an order to meet you. It is no longer functional. Therefore, I propose that we continue to advance to the rendezvous point with the governor's soldiers. Also, das bedrohlich blau-grüne Leuchten im Blick des Tech-Priesters erlischt. Er senkt den Arm und die
Fehlfunktionen deiner Ausrüstung enden. Das haben wir gerade gehört, was er gesagt hat. Ich hoffe, ihr habt mitgelesen. Der Techpriester starrt resolut geradeaus. Seine Mechanandriten-Tentakel, das ist das, was er so auf dem Rücken hat, diese komischen kleinen Ärmchen, erheben sich anmutig über seine bucklige Gestalt, die von den Flammen der qualmenden Überreste der Maschine erhellt wird. Wer bist du eigentlich? I identify as Magnus Pascal Haneme of the Priesthood of Mars. By the grace of the Omnissiah, I am currently assigned to the maintenance personnel of the station Alta Templum Calixus X-17. Magus Pascal, okay, Pascal. Hanoi Mann, okay. Aber er ist der Wartungspersonal der Station Alta Templum Kaidux X-17 zugewiesen. Aber die Station? Ist die Station Altartempel? Templum? Das ist gerade verwirrend für mich. Altar Templum Calixus. I have heard the name before. The station appears on House Orselio's star charts in the Furibundus system, not far from the void colony of Footfall. You have traveled a long way to come here, esteemed Magos. Ah! Oh! Jetzt überlegt mal, was wäre, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn wir erst auf den Planeten gekommen wären. Den Dialog hätten wir jetzt nicht, weil sie nicht da ist. Aber dann hätten wir vielleicht den Tech Priester zuerst gehabt und hätten dann auf der Station, wo doch dann plötzlich, wo es noch 110 Programmcode hatten, das wahrscheinlich übersetzen können. Und vielleicht hätten wir dann auch herausgefunden, welches Rezept wir nutzen mussten. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich mir ein LP suchen von irgendjemandem, der das andersrum gemacht hat. Und was ist, wenn man nicht zuerst auf den auf dem Gefängnis gewesen wären? Dann hätten wir ja gar nicht gewusst, wer er ist. Also der andere. Der Glückspilz. Okay. Auf die explodierte Maschine sein. Wie konntet ihr so viele töten und die heilige Maschine in die Luft jagen, ohne sie überhaupt zu berühren? Ja, genau. This was my doing. Der Deckpriester wendet sich um und starrt entsetzt auf die brennenden Überreste, als hätte er mit allem, was gerade passiert ist, nichts zu tun. Aus seinem Vox ertönt: The voices are being weird about him. They're saying garbled, conflicting things. Like they're talking about completely different people. But he's not a threat to you. Okay. Even if that's a bit hard to believe after all the fireworks. Also, ja, es scheint mir wirklich so, als wäre er überrascht darüber, dass er das gemacht hat, ne? The Omnissiah granted me a revelation. The spirit of this machine was dying, but it wished to perform a service, for such was its design. I sense this and appeals to it. I do not know how I did it. I merely followed my intuition. The understanding granted by the Omnissiah was not permanent. It has left me. Okay. Warum möchtest du eigentlich mit dem Geräusch sprechen? I came here to carry out a sacred mission. My mentor, Archmagus Amonat, summoned me, and I hastened to answer his call. But the rabble's unrest prevented our meeting, and I was on my way to Governor Medina to determine my mentor's current location. Ah, okay, dann wird vielleicht Pascal gar nicht unser neuer Gefährter, sondern sein Magus. My escort was ordered by the commander to discontinue their movement and await to be merged with your group. Then, due to their incompetence, they let themselves be killed. It was an unacceptable complication to my task. Sollte die Stimme des Techpriesters irgendein Mitgefühl für die Toten enthalten haben, so war in den kalten Worten aus seinem Vox-System jedenfalls nichts davon zu spüren. Nein, die sind super pragmatisch, denen ist das scheißegal. Denen ist es scheißegal, ob dort Menschen gestorben sind. Treu angeben sein, wenn ihr euch für ihn in dieses Wagnis stürzt. Ich lade euch ein, euch meinem Gefolge anzuschließen. Ihr scheint verletzt zu sein, ihr solltet zurückgehen.
Man wird mich behandeln. Oh, dann nehmen wir erstmal das. Cessation of vital functions is an unavoidable phenomenon and therefore an insignificant one. The doctrine of worship repudiates the fear of death. Aha. With my mentor's words, the Omnicide gives me the algorithm for redemption and triumph in service. I will be redeemed. And I will triumph. So, komm, schließ dich uns an. Acknowledged. Predicting successful and mutually beneficial cooperation. Sehr gut. Zack, und wir müssen. Oh Gott, jetzt müssen wir 50.000 Level bei ihm machen, ne? Ja, der wird ja auf denselben Level angehoben, wie wir waren. Ich gehe mal davon aus, sein Primärwert ist Intelligenz, genau. Oh Gott, jetzt müssen wir wissen, was er für Waffen hat. Also er ist auf jeden Fall dogmatisch, das ist logisch. Er ist wie ein Psioniker. Er ist eigentlich sowas wie ein Psioniker-Tank, ne? Was haben wir denn da? Eine Nahkampfwaffe? Und ein Lasergewehr. Falls ihr euch fragt, wie schafft er das, eine Zweihandwaffe zu tragen und noch eine Zweihandwaffe? Die Zweihandwaffe trägt er in den Händen und die zweite Zweihandwaffe trägt er in seinem, auf seinem Arm. Auf dem Servoarm. Geil, oder? Finde ich auch. Warte. Na komm, da krieg ich da rein. So, dann gehen wir da rein. Nochmal in die Doktrin. Das haben wir. Ah, Kampfmeister. Feinde erhalten gegen diesen Charakter keinen Nahkampfüberlegenheitsboni. Ja, nehmen wir. Achso. Intelligenz. Weiter. Kampfmeister. Weiter. Ich würde gern Lesswaffenexperte auf jeden. Und Intelligenz. Wir hauen da alles in die Intelligenz rein bei dem. Der soll. Wahrnehmung? Ach, Wahrnehmung können wir auch machen, ja. Weiter. Präzisionsangriff, gemeinsame Analyse, perfekte Position, einschüchtern, taktisches Wissen. Der Agent entfernt minus 1 Ausnutzung von jedem Feind in einem Radius von 5 Feldern um einen Punkt innerhalb von 10 Feldern um den Agenten. Okay. Befindet sich nur ein Feind in dem Gebiet, entfernt der Agent alle Ausrüstungsstapel von diesem Feind. Okay, entweder ein, wenn mehrere, oder alles, wenn einer. Alle Verbündeten erhalten zweimal Anzahl der entfernten Ausnutzung in Prozenten auf Rüstung bis zum Ende des Kampfes. Wenn 4 oder mehr Ausnutzung entfernt werden, erhält der Agent Anzahl Entfernung und Ausnutzung Schaden bis zum Ende des Kampfes. Also wenn ich 4 oder mehr mache, verliere ich Schaden. Also, nee. Deckung erlangt der Agent 25% Deckungseffizienz, 15 Wahrnehmung und 15 ballistische Fähigkeit. Dieser Effekt hat Bestand, bis sich der Agent bewegt. Stapelt sich nicht. Wir nehmen das, oder?
In der Suche des Agenten erfährt der Agent seinen Verbündeten auch Ausnutzungen verursacht. Plus in mehr Schaden. Ich kann Ausnutzung von meinen Leuten entfernen. Ja. Ich mach Tech. Offensivfertigkeiten. Scharfschütze. Boltwaffen wäre geil, wenn man den schweren Bolt an die Hand drücken. Dem den schweren Bolt an die Hand drücken? Boah, wäre geil. Waffenfertigkeiten. Erhöhen wir doch mal die Waffenfertigkeiten. Ja. Und kann jeder seine Leidenschaften verbessern. Erhöhen wir die ballistische Fertigkeit? Ja, doch, komm. Auch noch. Fertig. So, haben wir ihn durchgeskillt. Tech bei 81, Alter. Achtsamkeit. 75. Also sie dümpelt bei irgendwas so vor sich hin. Tech bei 48. Also sie kann alles, also alles, was Tech ist bei ihr, kann raus. Sie geht wieder auf Logik. Ja, und er ist halt auf Handel. Der muss Handel und Überredung. Muss der richtig hochkriegen. Bei ihm müssen wir mal gucken. So. Also, ist hier noch irgendetwas? Jetzt muss ich gucken. Ich bin hier unten. So, da will ich hin. Dann gehen wir einfach hier so rum. Eine ganze Prozession von Frachtservitoren wurde durch Schusswechsel als Schusswaffen zerstört. You are outdated and suboptimal. Your body has suffered deterioration and requires modification. Funnily enough, I've grown rather attached to the old thing. Have patience. Someone will shoot me any minute now, and then you'll have your chance to upgrade me. Da ist das. Das war, glaube ich, nicht das, was gemeint war, ne? Nee, hinter mir ist noch irgendwas, ne? Da. Was bist du? Gascloud-Granate. Erzeugt einen toxischen Bereich, der 4 Runden lang anhält und jedem, der den Bereich betritt oder seine Runde darin beendet, 8 toxischer Schaden. Tech Priest, das wir versocken. Immer wenn der Träger einen Feind Schaden verursacht, hat der Träger eine Chance von 25% auf den Erhalt von 2 Bewegungspunkten. Das gebe ich dir. War was eine Granaten da. Guck mal. Müssen wir mal kurz durchgucken. Also. Ich könnte mir noch eine Frag Grenade mitnehmen. Auf jeden. Du hast eine Frag Grenade. Du kriegst auch eine Gasgranate. Du kriegst noch eine Frag Grenade. Bei dir tausche ich die Tarnwolke gegen eine Frag Grenade. Du kriegst noch eine Tarnwolke. Bei dir tauschen wir einen gegen den da. Genau. Waffen, warte mal.
Deine ist besser. Deine ist besser. Fest. Ich gehe mal davon aus, dass fest bedeutet physischer Schaden. Oder? Weil das steht leider bei den Waffen nicht, was physischer Schaden bei Waffen bedeutet. Das finde ich halt seltsam und eigentlich auch dumm. Aber fest müsste... Info. Ja, okay, bei Waffen weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwas habe, was ich ihm eher geben wollen würde. Weil die Reichweite von 2 ist halt für den Arsch. So. Okay, hinter mir. Hier hoch irgendwie. Irgendwie hier oben, da ist die Kiste. Ah, wartet. Alarm, gottlose Verletzung des Algorithmus. Okay, wir bleiben hier. I always keep my options open. So, wie ich hier hochkomme, weiß ich nicht. Aber da ist das, was ich wollte. Ah. Is there money to be made? Ooh. Nee. Grundeigenschaft Rüstung plus 5% ausweichen, falls die Beweglichkeit des Trägers höher gleich 40. Beweglichkeit ist bei dir 40. Kriegst das auf jeden Fall du. Was trägst du eigentlich? Eine mittelschwere Rüstung, okay. Logik. Durch 10. Gleich plus Rüstung. Okay, da muss man aufpassen, was wir ihm geben. To the top or get left in the dust. Logik. Logik. All there. Was? Oh. Your arrogance will be your downfall. Show them no mercy. Okay, fangen wir an. So, meine Grundidee. Die Türmchen werden von dem Ding gesteuert. Ich muss das aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Freund-Feind-Erkennung in diesem Spiel ist. Aber nehmen wir uns mal weit aus dem Fenster und behaupten, dass es die nicht gibt. Du bleibst genau da. Du gehst noch da. Du stellst dich hier hinter die Waffe. Genau wie du. In der Hoffnung, dass wir die Waffe jetzt aktivieren und die einfach nach vorne alles wegbraten. Gut, nach da könnten wir noch. Okay, jetzt schauen wir uns die Leute an. Was haben wir denn hier alles? Alles Minutemen. Schützen. Minutemen.
schützen. Gut, wir haben also nichts Aufrührer, Aufwiegler, Anführer, Kommandant. Gut. Dann nehmen wir gezielt die Schützen aufs Korn. Wir nehmen gezielt, also in der Hoffnung gezielt die Schützen rausnehmen. Jetzt nochmal. Genau, wir greifen uns die Schützen raus. Ha, wusste ich's. So, wir müssen also hier hinten bleiben. If I may. Isn't this a job for the serfs? So, das ist nichts in Reichweite, nichts in Reichweite. Verdammt. Okay. Ich darf mich auch nicht bewegen. Das ist natürlich doof. Für sie ist jetzt nichts mehr in Reichweite. Ist alles zu weit weg. Ja, das bringt auch nichts. Ah, das war vergeben, liebes Mühe. Und dafür ist auch nichts in Reichweite, ne? Doch. Warte. Einen kriegen wir rein. Dann nehmen wir einen rein zumindest. So, hier habe ich jetzt echt Angst, mit dem nach vorne zu gehen. Aber ich kann mit dem nach da gehen. Und kann hier eiskalt eine Salve reinhauen. Oder vielleicht mit einem gezielten Schuss den da rausnehmen. Lass es sein. Was haben wir denn eigentlich hier? Maschinengeist. Kommunion. Alle Waffen, die in einem riesigen Gebiet erlangen zusätzliche Effekte. Verbündete Waffen, feindliche Waffen. Ja, so riesig ist der Bereich gar nicht. Das auch für die Türme gilt? Feindanalyse. Auf den. Danke. Dann bin ich durch. Ich bin dran. Salve auf den abfeuern, dann ist sie auch weg. Ich brauche eine neue Pistole, eine, die auch was anderes kann als nur Salve. Hört den Schützenraum raushauen. Schade. Einem Verbündeten eine Zusatzrunde. Danke. Kannst du den aber bitte rausnehmen? Danke. Und könntest du das da mit dem nochmal machen? Danke. Oh, das gefällt mir.
Ich bin durch. Du bist dran, gute Frau. Pass mal auf. Du kriegst die nicht in Reichweite da, ne? Das überlege ich gerade. Was wäre, wenn du nach da... Du würdest Feuer fressen. Ich überleg's nur. Okay, wie weit kann ich dich zurückziehen? Was ist, wenn du nach da läufst? Not this Grayer's job. Ich versuche halt herauszufinden, wie wir das hinkriegen. In der Hoffnung, nicht zu sehr in die Reichweite reinzukommen. Komme ich halt nicht. Deswegen können wir das alles ausschalten. Gehen einfach nur nach da. There is movement in the Empyrean. Hauen noch mal einen Stapel da drauf. Reißen den Stapel ein. On it. Geben das hier. Nö, dann bleiben wir da stehen. Der muss nach vorne laufen. Sehr gut. Der auch. So. Hier sind unsere zwei Türme dran, ne? Ja. Ich kann auf jeden Fall den da rausnehmen. Aber der da wäre mir lieber. Nur um den rauszunehmen, müsste ich die Position wechseln. Vergiss es. Gehe ich nur bis hier? Ich hole eine Salve rein. Kriegen wir die zumindest geschwächt. Den einmal an. Den auf. Der dann halt nicht. Mach mal den nochmal an. Ja, und Runde 2. So, gute Frau. Naja, laufen brauchst du nicht. Eine Granate verschwinden wir auch nicht. Doubt is for the weak. Nimm den mal raus. Danke. Und jetzt nimmst du den da raus. Danke. Jetzt kriegst du einen Deadshot auf den und nimmst den raus. As the Emperor commands, I am... Danke. Das funktioniert so gut mit den Deadshots. Jetzt warten wir einfach, weil jetzt kommt. Haben die... Leute, ihr habt Melter-Türme und ihr habt den nicht weggekriegt. Ja, ich muss jetzt nach vorne. Weil sonst kriege ich da gar nichts rein. Weil das alles zu weit weg. Nächste.
aber angeblich. Ich sehe ihn zwar, kann aber nicht auf ihn wirken. Reduziert den Schaden, den die Angriffe des Ziels zufügen, um eine Runde. Ne, kenn ich. My vow is to serve. 5 konnte ich aufwirken, okay. Was macht das? Wird allen Feinden im Kampf augenblicklich einen Ausnutzen zu? Nächste. Wir werden jetzt alle einmal Melterfeuer fressen. I have strategy. Weil wir nicht rankommen, weil der nicht nach vorne kommt. I won't compromise my principles. I'll see to it personally. Ich bin ja wieder doof, ne? Warum spreche ich das wieder auf den? Ich muss das auf die sprechen, dass die vorne laufen kann und nochmal nach vorne laufen kann. Ich bin doof. It's as good as done. Wenn ich den dahin schicke, oder dahin, und dann ein Anstürmen mache, nach da kann ich ja maximal stürmen. A tactically sound approach. I'm not interested. Kriegt ihr doch immer nicht angegriffen. Ich kann ja aber selbst das nicht, weil ich ihn nicht sehe offiziell. Ich sehe ihn nicht. I will not. Muss dahin laufen. I will bathe this battlefield in righteous fury. Dann das nochmal machen, laufen und ballern. Kann ich ihn immer noch nicht sehen. Fass es. Ja, und die Melter kriegen ihn nicht ran. Pass mal auf. Du nimmst sie jetzt. Warum nicht? Ach so. Immer noch da. Und dann so rum. So. Und ich vergesse wieder, dass sie nicht laufen kann dadurch. So vieles gerade. Warum? Nimmst du den dann jetzt bitte raus? Danke. So, das bin ich. Don't let your guard down. War ja so klar.
Würdest du jetzt ausschalten, bitte? Danke. Oh Gott. Der letzte, das war wieder die Qual, weißt du? Weil ich wieder so viel vergessen habe. Oh. Gut. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann plündern wir schnell und dann geht's weiter. Tschüss.